Würden Sie bitte das Kfz ausmachen? Ah! Hallo? Jetzt brauchst du auch nicht mehr so zu schreien. Schönen guten Morgen. Habt ihr alle gut geschlafen? Wir nämlich nicht, deswegen gehen wir jetzt nämlich trainieren. Wir haben uns gefühlt 30 Milliliter, nee, 3 Liter, ja, was das für ein Gesetz? Also, wir haben uns auf jeden Fall großartig präpariert. Wir haben schon festgestellt, dass die Verdauung super funktioniert. Ich kann es mir mit euch Pfeifen ja nicht aussuchen, was ich zu mir nehme. So, wie geht der Bums jetzt hier? Du machst zu und hältst die Karte dran. Ja. Ach so, Quatsch. Ja, funktioniert ja super. Komm, Mimi, trainiere. Du musst nachher noch schwere Kisten tragen. Sieht ein bisschen einfach aus irgendwie. Ja. Hintern raus. Sieht so aus, als ob du gleich kotzen müsstest. Wir sollten nicht Fernsehen gucken, wir sollten trainieren. Kleine dicke Junge wird gescheucht. Lightweight Baby. Das sind meine Kräfte. Yeah! Aus, Ende, fertig. Also, hast du gesoffen gestern? Ja, da kümmere dich mal nicht drum. Guck mal, seine Schuhe. Das sind noch besser. Das sind Hausschuhe, du Dödel. Kuschelt ihr eigentlich extra immer nur vor der Kamera oder ist das so ein Dauerzustand von euch? So, Vera, versteck dich doch nicht vor der Kamera. Das wäre schwul. Ich bin einfach zu klein dafür. Vera, hast du uns irgendwas zu sagen? Ich hab euch alle schrecklich lieb. Profession Beckenschrauber? Ja, von wegen. Was ist das? Nix. Ja, hab ich mir gedacht. Also entweder ist das Handy zu träge oder ich bin's. Ich komme manchmal mit der Bewegung gar nicht hinterher. Wimfried! Hallo Wimfried! Ist auch ein guter Freund von mir. Ist auch ein guter Freund. Komm, wir weiter. Ich kenne euch gar nicht. Hohenheuer? Ja. Was macht die Technik? Ja. Technik so vor sich hin. Ist Technik so vor sich hin? Ich habe mich gekratzt. Ah, ich glaube, das ist kurz vor einer Blutvergiftung. Ich glaube auch. Ich hätte ein Patentmittel, aber das wird dir nicht gefallen. Drauf pinkeln oder was? Na, ich wusste doch, dass du schon wieder so einen Quatsch im Kopf hast. Ich glaube jetzt nicht, dass du mit irgendwelchen Ratschlägen um die Ecke kommst, die mir wirklich helfen. Ich denke schon. Es ist ja nur die Frage, ob du dir auch was von annimmst. Drauf zu pinkeln? Was hast du denn mit dem Pinkeln? Ich wette, da kommt sowas. Ich denke, das ist so ein heimlicher... Achso, dein Geheimmittel ist dann Bärchenpflaster drauf zu kleben, hä? Ja, ich hatte mir an Dinos gedacht. Ja. Hallo Alex. Der macht sogar ziemlich fetten Ton. Auch diese Arbeit muss gemacht werden. Wir haben eben schon versucht, den Backstage zu finden, aber wir sind dann außerdem beim Metzwert gelandet. Ja, hättet ihr mich mal gefragt. Wir geben uns mal in Richtung Backstage. In der dunkelsten und kleinsten Kammer. Groß genug ist sie ja noch für dich, oder? Ja, gerade. Felix, am Kalko. Die kleine Diva, mampft schon wieder im Backstage-Bereich, während die anderen vorne arbeiten. Die große Frage, wofür zieht sich Felix Handschuhe an? Die dreckigen Kabel, mal so mega kleben. Könntest du auch deine Kabel mal putzen? Auch verkehrt eher für die Jungs. Zitrone, Ingwer könnten sie zu sich nehmen. Käse wird teilweise auch schon schwer. Heute ist Magerschicken. Passt ja zu den restlichen Wochen von Zauberhund. Linke Tür, Dösbattel. Komm jetzt. Viel Spaß. Dir auch. Streichst du immer den Bauch von fremden Männern, sag mal? Kommt aufs T-Shirt an. Aber für so ein T-Shirt gibt's schon mal eine Kauleinheit. Cool. Ja, kenn ich schon. Dann klopfst du drauf rum wie so ein Weltmeister und nichts passiert. Prost. Static, left, hey, door, my trail. Ach ja. Kommt ja aus der Hose. Ja. Eine Minute noch. Das ist eine geile Show, Mann. Du das Startsignal, oder? Nö. Mario macht das? Nö. Keiner macht es. Okay, du darfst auf die Leertaste drücken. Nö. Ich habe. Das läuft noch nicht. Aber sowas von drauf gedrückt. Sag ich doch, deine Scheiße mit deiner Leertaste, ne, das funktioniert nie. Jetzt darf ich nochmal drücken, oder was? Das nochmal drücken, ja. Ihr geht mir auf den Sack. Nein, ich mach das.